Der ukrainische Präsident Zelensky hat um das Vertrauen der Menschen in den von Russland besetzten Gebieten seines Landes geworben. Wer sich den Russen nicht angedient habe, müsse auch nichts befürchten. Zelensky widersprach damit russischen Angaben, dass angeblich jeder, der in den besetzten Gebieten bleibt, als Kollaborateur angesehen wird. Unterdessen rücken die ukrainischen Truppen offenbar nicht nur in der Region Donetsk, sondern auch im Gebiet Cherson weiter vor. Die Offensive geht weiter. Nach der Einnahme der Stadt Lyman erobern ukrainische Soldaten offenbar nach und nach jetzt auch die umliegenden besetzten Gebiete zurück. Die völlig zerstörten Dörfer lassen erahnen, wie heftig die Kämpfe gewesen sein müssen. Heute ging die Offensivbewegung unserer Armee und aller unserer Verteidiger weiter. In mehreren Regionen gibt es neue befreite Siedlungen. In vielen Bereichen der Front werden die Kämpfe fortgesetzt. Derweil wächst die Sorge vor einem möglichen atomaren Angriff aus Moskau. Videoaufnahmen zeigen einen Langgüterzug mit militärischer Spezialausrüstung. Britische Zeitungen berichten, dass der Zug unterwegs ist in Richtung Ukraine. Und er soll in Verbindung stehen mit einer russischen Abteilung, die über Atomwaffen verfügt. Ungeachtet der möglichen Eskalation mischt sich jetzt auch Tesla-Chef Elon Musk ein. Via Twitter dürfen seine Follower über sein, wie er schreibt, Friedensplan abstimmen. Demnach sollten die Wahlen in den annektierten Gebieten der Ukraine unter UN-Aufsicht wiederholt werden. Russland müsse die Gebiete verlassen, wenn es der Wille der Menschen sei, und die Ukraine müsste dann neutral werden. Der ukrainische Präsident Zelensky reagiert mit einer Gegenabstimmung. Welchen Elon Musk mögen Sie mehr? Einen, der die Ukraine unterstützt, oder einen, der Russland hilft? Nach 4 Stunden stimmten bereits über 1,3 Millionen Twitter-Nutzer ab. Das Ergebnis: über 80% wollen, dass Musk die Ukraine unterstützt. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.